Ich muss euch was gestehen. Nee, aber nicht gespeichert. Ich war Montag so auch schon ein bisschen aufgeregt und ich gucke gerade, Ton ist diesmal da. Und ja, ich habe nicht gespeichert. Also, Banditenlager ist immer noch nicht gemacht. Guten Abend, Chatty. Das heißt, wir müssen heute nochmal schnell durchs Banditenlager rennen. Und ja. So, und diesmal speichere ich dann auch. Ich hoffe, es läuft diesmal auch wieder rund. Ich hätte mir vielleicht einen Bogen herstellen sollen. Aber jetzt ist zu spät. Huch. Ja, gut. Ja, jetzt ist schlecht. Die wissen, was ich mache. Okay. Der guckt nicht. Der guckt auch nicht. Und schnell. Aber nur vielleicht. Okay. Hin? Okay, der ist wieder weggelaufen. Okay. So. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich so verguckt habe. Aber wie Timon schon gesagt hat, ist ja nichts Neues für mich. Abend, Brainy. Ich hoffe, der Spitzname ist in Ordnung. Aber das ist einfacher, als wenn ich immer alles sage. Ach komm. Ich habe doch wohl alle Köpfe getroffen. Okay. Lasst uns mal die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie wir die da oben vom Dach bekommen. Gar nicht. So. Okay, also ich finde, diesmal lief es besser, denn ich habe keinen Schaden bekommen. Und kein Schaden ist besser als Schaden. Nur deswegen habe ich nicht gespeichert. Ich wollte das nochmal richtig machen. Brokkoli, lecker. So. Gerade im Discord noch gelesen bei ja Survival. Die sind auch alle sehr, sehr traurig und warten auf das Update. Nee, nee, nee. Das ist, wie gesagt, der ist sehr schwer spielbar. Also für mich meiner Meinung nach unmöglich. Weil es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, hast es wahrscheinlich schon die letzten Male mitbekommen, dass es halt sehr, sehr laggt und ich dann einfach ständig Probleme habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine super Idee hatte oder habe, wo ich meine Base aufschlagen könnte. Beziehungsweise kann ich euch das hier mal erzählen und ihr könnt ja mal sagen, ja, gar nicht so verkehrt oder nö. Einfach nö, Selina. So geht das nicht. Du kannst hier nicht einfach irgendwo bauen. Doch, kann ich. Okay. Ich bin heute übrigens gut gelaunt. Also so richtig gut gelaunt. Und das heißt nichts Gutes. Also für euch nicht. Ich bin dann immer richtig albern und so und ich bin komisch. So. Oh, okay, das ist doof. Kann man wohl nichts machen. Aber deine Kunst lebt weiter bei uns in den Herzen. Ja. Und das Schönste ist, ich kann dieses Spiel weiterspielen.
an der ganzen Sache. Nee, es ist halt wirklich. Ich habe auch gesagt, diesmal, ich lasse mich nicht nieder im Weißen Haus. Wir machen jetzt was Neues, was Schönes, was Besonderes, was nicht jeder hat. Und zwar verwirkliche ich eine Idee, die ich schon vorher mal hatte. Es gibt ja etliche dieser vorgegebenen Bases, wo man leben kann. Das will ich aber nicht. Ich baue mir meine eigene Siedlung. Unsere eigene Siedlung wird das. Ne? Na, zweideutig bin ich immer, auch wenn ich schlecht gelaunt bin. Wer weiß, was ich hier für Dummheiten machte. Okay. Hä, wer weiß, was sie hier für Dummheiten machte. Wo? Was? Wer? Wieso? Wie viele? Ist eine gute Idee, mit der Siedlung. Ja. Das freut mich, dass mir schon mal einer auf meiner Seite steht. So, ich werde jetzt aber die Autos mitnehmen, weil ich glaube, ich habe wunderschöne Äxte dabei. Um genau zu sein, eine. Aber die reicht ja hoffentlich aus. In dem Spielstand. Ach so. Nee, ist doch alles aufgezeichnet worden. Ich habe bitte schon um mich geworfen. Und damit einfach so einen unheimlichen Leck. Es ist halt auch einfach nicht sinnvoll, wenn ich ins Spiel reinkomme und alle 15 Minuten neu starten muss. Das macht halt keinen Spaß. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Tivan, du traust dich was. wollen wir schon mal Wetten abschließen, um rauszufinden, wie viel Holz du brauchst? Sowas gibt liebsten Zug. Hä? Hallo? Wir sind verheiratet? Kein Sex nach der Ehe? Kennt ihr das nicht? Liebe gibt's sowieso nicht. Wir haben Ringe. Und ein Kind. Okay, es tut mir leid. Es ist zwar ein großer, Das ist jetzt halt wirklich so ein Einblick in unser Privatleben. Aber es war halt einfach so lustig. Ich habe mich für den Stream fertig gemacht und stand im Badezimmer. Tivan musste pullern. Unsere Kleine kam dann natürlich auch noch dazu. Und Tivan meinte dann so, ja, geh mal zur Seite mit deinem großen Bobbes. Und ich habe halt den Bauch eingezogen und den Po so rausgefahren, ja. Und die Kleine so, nein, Mama! Genau, Chaot. Ihr haltet eure Ringe aneinander, das reicht dann schon. Genau so. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn ich so um 19 Uhr online gehe, dass das für die Leute einfach viel zu früh ist. Das ist so, nee, jetzt kann ich die noch nicht ertragen. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr was? Während die Energie auflädt, ich glaube, die Energie lädt nicht auf, wenn ich. Hallo, Levos! Die denken sich dann immer, oh nee, der Tag ist zu früh für diese Scheiße. So. Ich kann noch was essen und trinken. Wieso bin ich so blöde? Wieso bin ich so blöde? So blöde, so blöde. Also jetzt brauche ich meine Ruhe. Die kann ich jetzt nicht ertragen. Es bleibt alles so, wie es ist hier. Genau so. Ob die Alte streamt oder nicht. Es ist sauber hier. Okay. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Ist das eigentlich auch eine Verletzung von Urheberrecht? Nein, oder? Guten Abend, Mutti. Huch! Wie kommt's, dass du jetzt gerade kommst? Ach ja. Habt ihr das Tippen gehört? Das war ich, die meiner Mutter geschrieben hat. Ich bin jetzt online. Selina spricht Klartext, ja. Dann demnächst in der Bild-Zeitung. Streamerin rastet aus. Ah, als ob. Ich glaube, die Bild weiß nicht mal, dass ich existiere. Existiere. Existiere tue ich auch nicht. So. Hey, wir brauchen nur noch eine Tasche. Also eine Taschenerweiterung. Und dann habe ich schon komplett. Das ist so geil. Also, falls ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, so ziemlich am Anfang des Spiels, dann guckt mein Tutorial. So, Werbung Ende. Beziehungsweise, nee, es ist ja gar kein Tutorial, es ist ja ein ne Guide. Ich guide euch. Du bist ein bisschen früh. Ja, Mama, das sagt sie zu mir auch immer. Ja, Streamer rastet aus und klaut Content. Ja. Ja, ich habe mir überlegt, warum nicht? Das Leben ist kurz, Mama. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich will keine Würmer. Nee, ich habe mir gedacht, bald ist Schluss. Und ich will mich noch mal ein bisschen mit euch unterhalten. Außerdem habe ich richtig Jude-Laune. Ja. Und ich wollte es euch spüren lassen. Spürt meine Laune. Okay. Jetzt ist auch wieder gut. Also für alle noch mal, um das klarzustellen, ich nehme keine Drogen. Also wirklich nicht. Wobei so viel Stevia, wie hier drin ist, so süß wie das Zeug ist, ich habe es leider zu. Egal. Ah, okay, deine Laune. Genau. Wollt ihr auch meine Laune in Tinder? Ich meinte Smarties. Weil Schokolade macht bekanntlich glücklich. Ja? Männer nicht. Schokolade ja. Deswegen bin ich so dick. So. Ach, die sind schon verschwunden. Okay. Kommen aber in 2 Tagen erst wieder. Hier war tatsächlich, glaube ich, nichts mehr. Nee. Ich habe sauber abgeräumt. Ey, Jungs, ich habe eure Bude geputzt. Gehe ich was dafür? Heute habe ich noch ein Geschenk für Kleine geholt. Okay. Ja. Ganz, ganz ehrlich, wenn das Kind versteht, was Geld ist und was wert ist, dann wird sie denken, dass der Weihnachtsmann einfach ein Millionär ist. Dass der Weihnachtsmann sehr, sehr viel Geld hat. Weil er so viele Geschenke, wie die jetzt mittlerweile bekommt, von allen möglichen Seiten, wird die einfach denken, dass der Weihnachtsmann, ne? Eine tanzende Puppe. Okay. Das hast du gesagt. Ja. Gut. Ja, der letzten hat sie ja das Bein gebrochen. Möge sie in Frieden ruhen. So, und somit haben wir die Taschenerweiterung, also die Tasche, komplett ausgebaut. Tada! So. Der Weihnachtsmann macht Amazon Konkurrenz. Nee, der kauft selber dort. Na, nicht alle Weihnachtsmänner. Schatz, nicht alle Weihnachtsmänner. Die älteren Weihnachtsmänner, die gehen noch in den Laden.
So, da drinnen waren ja böse Buben. Da kommt aber der Knecht Ruprecht. Mit der Rute. Kommt raus, ich habe eine Rute für euch. Jetzt stell dich mal vor, also ganz ehrlich, ich würde auch aggressiv werden, wenn einer am Fenster steht und dann guckt, so guckt. Hallo, Conny. Hallo. Früher gab es Obst zu Weihnachten. Aber noch nicht, nee, zum Nikolaus, ja. Nüsse und Obst. Aber zu Weihnachten? Wieso alle? Wie viele gibt es denn? 100? 1000? Also wenn ich jetzt alle Familienmitglieder durchzähle. Und dann hat halt jeder so zwei, drei Geschenke für die Kleine. Das ist schon gut. Hab gestern Antrag für Arbeit bekommen von Auka. Mama? Können wir solche Sachen dann vielleicht im Skype besprechen und nicht live im Stream? Ich teile ja viel, aber ich glaube, solche Sachen sollten wir dann doch für uns behalten. Vielleicht so. Ich freue mich auch. Na, wobei, das ist jetzt nichts wirklich, worüber man sich freuen kann. Also nicht über die Tatsache. Jetzt live sieht rein mit ihrer Mutter, wenn die auch. Ja. Nein, es geht um meinen großen Bruder. Der ist geistig behindert. Also der ist schizophren. Und der hat jetzt endlich eine Pflegestufe bekommen. Das meinte sie jetzt damit. Jetzt habe ich es mal aufgeklärt. Ja. So. Oh, es wird langsam dunkel, ne? Ja, gut, dass ich dann hier noch rumlaufe. Naja, es geht ja mehr eigentlich darum, dass meine Mutter jetzt die ganze Zeit zu Hause geblieben ist und auf ihn aufgepasst hat. Die Sache ist, er kann sich nicht selber versorgen. Das funktioniert nicht. Er kann sich weder waschen, noch seine Klamotten waschen, noch sonst irgendwas. Weil er halt einfach so komplett abdreht. Weil er nimmt halt keine Tabletten. Er war schon mehrfach in der geschlossenen. Das Problem ist aber, dass er immer noch mündig ist. Das heißt, er hat selber Mitspracherecht. Ohne sein Zutun kann man nicht einliefern. Und jetzt haben sie halt gesagt, auch wo er aggressiv meiner Mutter gegenüber geworden ist und alles. Jetzt erzähle ich doch. Da hat sie nicht die Polizei gerufen. Das hätte sie aber machen müssen, weil die müssen das dann festhalten. Die können zwar auch nichts machen, aber die können kommen, mit ihm reden und das schriftlich festhalten. Und da sie die Polizei nicht gerufen hat, sondern sich halt dann eingeschlossen hat und gewartet hat, bis der psychische Anfall so gesehen vorbei war. Konnten sie halt so nichts machen. Ja. Und dann gab es halt so ein, mit seiner, auch so mit seiner Sozialbetreuerin gab es da halt so ein paar, weil der hat halt eine gerichtlich bestellte Sozialbetreuerin und mit der gab es dann halt auch so, ja, die wollte ihn halt in so einen Wohndings geben, beziehungsweise dass er halt so ein behindertes Wohnen macht. Ja, deswegen sage ich ja, und meine Mutter wollte das halt nicht, ja, weil dazu muss man halt sagen, dass er die, also dass er 19 Jahre lang vollkommen normal war. Und dann nach 19 Jahren plötzlich, also wir wissen selbst noch nicht, wie es gekommen ist, das kriegt man aus ihm auch nicht mehr raus, aber plötzlich stand er vor der Tür
Meine Schwester hat ihm aufgemacht. Er ist reingekommen, hat sich hingesetzt, hat die ganze Zeit gegen die Wand gestarrt und hat gelacht und erzählt, dass irgendwelche Engel aus seinem Arsch kriechen würden. Und dann ist er auch teilweise mir damals gegenüber aggressiv geworden, weil er meinte, ich wäre der Teufel in Person. Und halt so Sachen. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ihr Miguel Pablo kennt. Ich hatte das mal bei ihm nämlich auch. Also ich habe das mal bei ihm geguckt, weil er hat auch diese Erkrankung und bei ihm ist es ähnlich. Was ich seltsam finde, ist, dass bei dieser Krankheit anscheinend die Leute sehr stark mit dem Glauben assoziieren. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Hä? Wieso sind die schon wieder da? Ach so, weil ich die ja nie platt gemacht habe. Ja. Okay. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Weil er hat halt auch so seine Geschichte erzählt und hat auch erzählt, dass er auch gedacht hat, dass er der Messias ist. Und ja. Und bei meinem Bruder war es halt auch so, dass er sich so viel mit Gott und Teufel und Böse und Gut und ja, gut. Ich will euch auch jetzt nicht zu sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr mal live dabei sein möchtet, wir streamen fast täglich auf Twitch. Das aber erst wieder im neuen Jahr. Ihr könnt uns ja gerne abonnieren. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.